warum hat der Schiffsantrieb denn heute so viele Aussetzer? Ich meine, es ist die thermodynamische ferromagnetische Quantenphasenübergangsdeflektorantriebsspule. Arsch, fassen Sie da mal rein, ja? Da ist irgendwo der Wurm drin. Nein, ich bin hier. Oh, Verzeihung, Fenrich Wurm. Ich spüre ein lockeres Deflektormodul. Schrauben Sie es wieder rein, ja? Sie haben doch Plaststahlsicherheitsbeschichtung, oder? Andernfalls würden Ihre Arme ja gleich verbrennen. So würde es sich anhören, wenn ein Mensch seine Arme verliert, aber ich habe weder Schmerzrezeptoren noch eine Lunge, um weinerlich zu schreien. Keine Sorge, wir bauen Ihnen eine nahezu perfekte Prothese. Sind das die Gabeln aus der Kantine? Wollen wir nicht einfach Ersatzteile beim Hersteller kaufen? Nein, nein, nicht zum Hersteller. Die Arme sind doch prima auf zu fremden Welten. Ich gebe den Kurs ein. Hier steht die Herstelleradresse. Statten wir den mal einen Besuch ab. Und hier sind wir auch schon. Siebtgrößter Saturnmond, Mimas. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Oh, Moment. Doch, doch, es ist ein Mond. Wir hätten nicht herkommen sollen. Hier riecht es nach Lulu. Willkommen beim futuristischen Unternehmen für taktische synthetische Intelligenz. FTSI Corporation. Wir lieben Akronyme. Bitte nennen Sie den Anlass Ihres Besuchs. Wir hätten gerne Ersatzteile. Scanne Produkt für Ersatzteilanforderung. Warnung, veraltetes Produkt mit Herstellungsfehler. Ihnen wird ein neuwertiger Ersatz zugeteilt. Das ist die niveauvolle, intelligente, intuitive, idealisierte Computerentität. Kurz NICE. Hallo, es freut mich, Ihnen dienen zu dürfen und diesen Müll zu ersetzen. Logbucheintrag des Captains, Captain Kapitanöse, wir haben einen neuen Androiden. Captain, ich habe Ihre Miniaturkakteen alphabetisch, chronologisch und nach Genres sortiert. Aha. Außerdem habe ich alle Schiffsoberflächen poliert, die Lüftungsschächte gereinigt und diesen niedlichen Welpen trainiert, wie ein Mensch zu sprechen. I love you. Sie sind doch erst 2 Minuten an Bord. Und sie sagte, Sie sind doch erst 2 Minuten an Bord. Dein Humormodul ist wirklich auf dem neuesten Stand, Nice. Ich habe dir gestern über 600 Witze erzählt und du hast über keinen gelacht, Dave. Nice hat für gute Witze eben ein Händchen. Oh. Gute Pointen hat er immer zur Hand. Oh. Ständig will er einen auf den Arm nehmen. Oh. Hey, seht mal dieses Bild an, was ich aus der Nährstoffpaste gemacht habe. Oh, 2 Gesichter. Nein, eine Vase. Nein, 2 Gesichter. Nein. Oh, Kacke. Sein positronisches Gehirn und die Optik sind durchgebrannt. Yes, Ersatzmodule für mich. Was? Mist, er war fast wie ein Bruder für mich. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß, wie es ist, wenn man... Ich nehme seinen Arm als Andenken. Nice. Hey, wie kommt's, dass du bei diesem Bild nicht durchbrennst? Ich habe eine Langeweile, so Proteine. Irgendwann hat mein System zu jeder Aufgabe keine Lust mehr. Tja, dann wirst du uns organischen Lebensformen wohl immer ähnlicher. Humoristische Bemerkung erkannt. Euch ähnlich sein. Ha, ha, ha. Meine bionischen Arme sind 10.000 Mal besser als eure schwachen organischen Arme.